So, dann mal hallo Leute und willkommen zum Vlog Nummer 1442. Ja, ich musste soeben noch die Redaktion zusammentrommeln, deswegen hat es 2-3 Minütchen länger gedauert zwischen Stream-Ankündigung und Stream-Beginn. Aber jetzt sind wir hier vollzählig. Na, eigentlich war ich nur auf dem Klo. Aber die Redaktion hat sich dann auch gleich mit nach unten begeben. Momentan sitze ich hier noch irgendwie etwas allein auf weiter Flur. Das liegt daran, dass der Flattestent am Kratzbaum kratzt und die Chefin mich blöder anguckt von der Tür aus. Aber ich kann euch sagen, wir sind alle hier und ich bin mir ziemlich sicher, sie werden auch gleich vor die Kamera treten. Dann legen wir los, so zum Freitagnachmittag. Ich wollte gerade gucken, wie warm es draußen ist, aber wir können auch einfach aus dem Fenster gucken, da muss man keine Uhr für verwenden. Wir hatten 20 Grad und Sonnenschein. Wir starten also in ein sehr frühlingshaftes Wochenende, zumindest hier im südlichen Brandenburgistan. Und ich hoffe, bei euch sieht es ganz ähnlich aus, damit ihr dann nach den Irrsinnsnachrichten noch ein Stück weit das hoffentlich gute Wetter genießen könnt. Jetzt fangen wir an und zwar zuallererst mit einem trockenen Thema. Es ist eigentlich nicht trocken, aber immer wenn wir über Zahlen reden, das ist ja sowas, naja, gut, sind halt einfach Zahlen. Es gibt allerdings eine neue Erhebung, eine neue Umfrage in Bezug auf die Landtagswahl in Brandenburg vom RBB. RBB 24 hat uns neue Zahlen gebracht, wie es denn aussehen würde, wenn aktuell in Brandenburgistan gewählt werden würde. Und die Überraschung ist jetzt nicht allzu groß, würde ich meinen. Der Niedergang der Hampel, der setzt sich so fest, der läuft weiterhin stabil ab. Die FDP wird nicht mal mehr aufgeführt, denn aktuell sieht es so aus, würde in Brandenburgistan nun gerade gewählt werden. Ist ja bald, käme die AfD auf 26%, wäre stärkste Kraft nach wie vor. Die SPD würde bei 22% liegen, also so ein bisschen als Gegenstück. Die CDU käme auf 18%. Die Grünlinge, die hopsen irgendwo bei 8% rum, also wirklich eine wahre Erfolgsgeschichte bei den Grünen. Und dann hätten wir noch eine Linke mit 6% sowie die Freien Wähler mit 3%. Neu mit aufgenommen das Bündnis Sahra Wagenknecht, die kämen aus dem Stand auf 10%, haben mal eben die Grünlinge überholt, haben mal eben die Linken überholt, haben mal eben haushoch die FDP überholt. Stehen also gar nicht mal so schlecht da, dafür, dass sie de facto noch nie irgendwas gemacht haben, weil sie gerade erst gegründet wurden. Yvonne schreibt noch zu viel Grün. Ja, grundsätzlich sicherlich zu viel Grün. Auch 1% wäre zu viel Grün. Aber wenn wir bedenken, dass die Grünen mehr oder weniger permanent gehypt werden, dass da fast schon eine Werbekampagne medial abläuft, von wegen die Welt geht unter, die Grünen, die erretten uns, und das dann in Relation dazu setzt, dass es offenbar zum Glück nicht mehr so gut zieht, diese Propaganda, diese Werbemaschinerie, dann sind 8% für die Grünen durchaus was, wo man sagen kann, naja, läuft nicht mehr so gut, nicht wahr? Denn man könnte eigentlich erwarten, bei dieser Dauerbeschallung, was uns da auch von den Grünen permanent um die Ohren geknallt wird, da landen die bei 80%. Tun sie aber glücklicherweise nicht. Läuft also nicht mehr ganz so toll, wenn man den Leuten da was vom Weltuntergang erzählt. So 2021 sah es noch etwas anders aus. Da sind die Grünen auf über 20% zeitweise gekommen. Nicht, weil die Grünen gut sind, sondern wegen dieser PR-Maschinerie. Und das ist jetzt wieder bereinigt worden, dieses Ergebnis. Ja, die FDP ist unter Sonstiges zusammengefasst. Die wird noch nicht mal mehr gesondert aufgeführt. Für ein Mitglied einer Regierungskoalition auch irgendwie ein kleines bisschen peinlich. Spannend wird sein, wie dann die Koalitionsfindung abläuft. Allerdings habe ich irgendwie die Vermutung, dass so Murks bei rumkommt, wie dass die CDU mit der SPD ins Bett steigen wird. Und vielleicht nehmen sich dann noch die Grünen mit dazu, um sich die Mehrheit irgendwie zu generieren. Das wissen wir dann im Herbst. Wird sicherlich auch noch die ein oder andere Umfrage vorher geben. Aber es ist doch echt spannend, dass trotz 24-7 Werbekampagne die Grünen in Brandenburgistan bei gerade mal 8% liegen. Im Hintergrund ein harmonisches Personalgespräch. Es kann also sein, dass die Redaktion gleich nach unten geschossen kommt. Ich weiß nicht, warum sie jetzt wieder streiten. Ich glaube, der Flattestent möchte spielen, die Chefin eher weniger. Die hat vorhin mit mir hier Haargummi werfen gespielt. Das fand der Flattestent langweilig. Und dann wollte der Flatti fangen spielen. Das fand die Chefin nicht so geil. Lassen wir die Zahlen aber erstmal Zahlen sein und schauen uns in der Zeit die nächste Meldung an, die uns mal in Richtung Vorderenskistan führt. Ist jetzt auch nicht ganz so weltbewegend. Eigentlich hatten wir das auch schon im Vlog, aber da gibt es nun ein Update zu, nämlich vom Tageslügel. Die haben uns erzählt, dass es in Vorderenskistan künftig legal sein soll, Leuten, die für Vodorensky nicht gegen Russland marschieren wollen, den Führerschein zu entziehen. Was hat es damit auf sich? Es soll ein neues Zwangseinzugsgesetz geben, Mobilisierungsgesetz, ist auch schon durchgepeitscht worden, haben sie gestern beschlossen. Das besagt, dass jeder, der nicht freiwillig mitmarschiert, dass dem dann Konsequenzen drohen, wie beispielsweise Strafzahlungen und eben der Entzug der Fahrerlaubnis. Ursprünglich hatten sie auch noch überlegt, ob man den Leuten vielleicht direkt das Konto sperren kann. Das ist wohl erstmal verworfen, stellt sich die Frage, wie lange. Und das soll wohl
je nachdem, auch dann funktionieren, wenn sich die betroffenen Leute gar nicht mehr im Land aufhalten. Erst hat man die Altersgrenze runtergesetzt, wen man denn alles zwangseinziehen darf, wenn man keine Freiwilligen mehr findet, die Lust auf dieses Schmierentheater haben. Und jetzt gehen einem offenbar die Freiwilligen komplett aus, hat keiner mehr so richtig Bock drauf. Und deswegen guckt man nun, wie man derer habhaft werden kann, die vor der Renski längst den Mittelfinger hochgekurbelt haben. Ja, SO, es ist nur noch krank, so kann man das mit Fug und Recht bezeichnen. Aber scheint ja normal zu sein. Jetzt schreibt Yvonne, dann werden die sicherlich schnell auswandern. Ja, es betrifft ja auch die bereits Ausgewanderten, da wollen sie ja auch drankommen. Fodorenski hat ja schon gefordert, kein Witz, dass das Bürgergeld an die Leute aus Fodorenskistan, das sie hierzulande beziehen, dass das doch nicht an die ausgezahlt werden soll, sondern nach Fodorenskistan überwiesen werden soll. Absurdistan soll also Fodorenskistan Sozialhilfe bezahlen. Und da krabbelt man sich auch an den Kopf. Fodorenski hat das damit begründet, dass er das ja dann an seine Leute selber ausgeben will. Ach ja, der große Erretter und Erlöser, unser kleiner kläffender Chihuahua. Langsam sollte aber auch dem gutgläubigsten Grünlingsmitglied auffallen, irgendwie ist er vielleicht doch nicht so der große Heilsbringer für seine Bevölkerung. Naja, die sind sicherlich absolut begeistert davon, dass sie nun künftig auch noch dahingehend enteignet werden, dass ihnen verboten werden soll, ihr Fahrzeug zu führen. Ich habe ja beim letzten Mal, als das Thema das erste Mal diskutiert wurde, schon gesagt, da kann man nur empfehlen, dass die möglichst schauen, dass die diese fodorenskistanische Fahrerlaubnis umtauschen in irgendwas Internationales. Es gibt ja da Möglichkeiten, internationale Führerscheine und so. Ein relativ komplexes Thema, aber es ist wahrscheinlich eine ziemlich sinnvolle Maßnahme. Wenn man davon ausgehen kann, dass Fodorenski demnächst an der Tür klopft, soll wohl auch per Online-Bescheid sein, wenn man da also eine E-Mail von Fodorenski übersieht, dass man da gefälligst gegen die Russen zu marschieren hat. Wenn man das gar nicht mitbekommt, weil man in Frankreich, Absurdistan oder sonst wo ist, dann soll das schon ausreichen, um den Führerschein ungültig zu machen. Jo. Was soll man dazu sagen? Absoluter Menschenfreund, der gute Herr, nicht wahr? Schauen wir uns die nächste Nachricht an, die uns zurück ins beste Absurdistan aller Zeiten führt. Und zwar zu einer Thematik, die jetzt auch nicht vom Himmel gefallen ist. Da war ich ein bisschen belustigt drüber oder war ich etwas amüsiert, dass man das jetzt so als große Schocknachricht verkauft, denn es ist doch so gesehen genau das, was man erwartet hat. BR24 hat uns nämlich erzählt, dass bei der Süddeutschen Zeitung ein Kahlschlag stattfindet. Die Süddeutsche Zeitung wird nachher noch relevant für unser großes Tagesthema als Quelle, aber die scheinen etwas Schieflage in ihrer Redaktion zu haben. Offenbar hat es da in den vergangenen Tagen und Wochen das ein oder andere Personalgespräch gegeben, so ähnlich wie die harmonischen hier in meiner Redaktion. BR24 erzählt uns nämlich, dass bei der Süddeutschen Zeitung einmal mehr 30 Stellen wegfallen sollen in deren Redaktion. Es gibt zwar noch kein offizielles Statement dazu, aber es ist, also sie haben jetzt noch nicht ganz klar gesagt, dass die Zahl so stimmt, die Süddeutsche Zeitung. Aber sie dementieren das auch nicht und teilen eben mit, dass das Printgeschäft nicht so richtig läuft. Es gibt wohl, Zitat, große Probleme im Printgeschäft. Und deswegen müssen sie wohl schauen, dass sie sparen können irgendwo, dass sie die Ausgaben reduzieren. Angeblich läuft es im Online-Geschäft ja gut, kann man jetzt glauben oder auch nicht. Aber bei den gedruckten Auflagen, ja, das will wohl keiner mehr bezahlen. Und deswegen sollen auslaufende Verträge wohl nicht verlängert werden. Heißt, die machen da einen Kahlschlag. Der Journalistenverband geht schon auf die Barrikaden und weint, dass es drohen würde, dass die Qualität abnimmt. Ja, gut. Thors schreibt gerade, die SZ kann auch gerne ganz verschwinden. Ja, das ist jetzt sicherlich eine sehr, sehr subjektive Einschätzung, die ich aber auch nicht unbedingt von der Hand weisen würde. Also, naja, wenn die Süddeutsche Zeitung sich finanzieren kann, ja mein Gott, sollen sie weitermachen. Ist ja in Ordnung. Mir wäre es lieber, wenn der öffentlich-rechtliche Dummfunk in ein privates System überführt werden würde, damit wir das eben nicht mehr zwangsfinanzieren müssen. Naja, aber es scheint nicht mehr so gut zu laufen bei der Süddeutschen. Bei anderen Portalen sieht es ähnlich aus. Und jetzt wird wegen den voraussichtlich 30 wegfallenden Stellen befürchtet, dass dann die Qualität abnimmt. Ja, also es hat ja in den vergangenen Jahren, Stichwort Zombie-Irrsinn, mit der Qualität auch nicht immer ganz so reibungslos funktioniert. Und da hatte man die Mitarbeiter doch noch. Glaubt ihr ernsthaft, lieber Journalistenverband, dass jetzt 30 mehr oder weniger so den ganz, ganz großen Ausschlag bei der Qualität liefern? Ich hab da nicht ganz unbegründete Zweifel. Allerdings gab es schon vor 4 Jahren einen Kahlschlag. 2020 sind sie auch schon in Schieflage geraten. Ja gut, mag an der Berichterstattung gelegen haben. Damals sind wohl bereits 50 Stellen weggefallen. Heißt also, die 30, die jetzt wegfallen sollen, zusammen mit den 50 von damals, sind wir bei 80 weniger, die da arbeiten sollen. Ob das dann vielleicht sogar eine positive Entwicklung ist, weil dann weniger Leute auch weniger einen Brei verderben können. Gibt es ja das Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Vielleicht kommt ja dann wieder irgendwie ein bisschen mehr Qualität sogar rein. Das wird sich erst noch zeigen.
Bisher haben sie insgesamt aber wohl noch 450 bis 500 Mitarbeiter. Ja, also bei 500 Mitarbeitern würde ich dann doch an vielen Stellen eine höhere Qualität erwarten als das, was da so alltäglich abgeliefert wird. Sicher haben sie auch mal ganz gute Artikel, das will ich nicht ausschließen. Aber um das wiederzukauen, was eine Marodierung auf dem Rednerpodium erzählt, da brauche ich doch keine 500 Leute für, oder? Da reichen doch auch 30 Leute. Dass da wirklich kritische Berichterstattung stattfindet, dass da auch mal was ausgegraben wird, dass da investigativ dass sie da investigativ arbeiten. Ja, dann könnte man sagen, okay, die brauchen ein paar Leute, die müssen da irgendwo jemanden einschleusen, das ist alles ein bisschen aufwendig. Aber was hatten die Süddeutsche da so in den vergangenen Jahren groß geliefert? Alles Sachen, naja, die kann auch ChatGPT schreiben. Deswegen hält sich mein Mitleid etwas in Grenzen, was das angeht. Es steht aber ein Stück weit sinnbildlich für die gesamte Medienlandschaft hier in diesem Land. Denn, na klar, das Printgeschäft, das bricht ein. Und kauft kaum noch jemand eine gedruckte Zeitung. Und der Online-Bereich, der wird sicherlich ganz gut geklickt. Das kann ich mir vorstellen. Es sind ja auch viele Clickbait-Titel mit dabei. Aber ob da allzu viele Leute den Schritt wagen, das auch zu bezahlen, indem sie sagen, sie schließen ein kostenpflichtiges Abo ab bei Zeitungen so und so für, keine Ahnung, 9,99 Euro im Monat oder was die eben haben wollen, ist ja ganz unterschiedlich. Das sind ja nochmal zwei ganz unterschiedliche Welten. Es ist das eine zu sagen, ja, die Klickzahlen sind nicht so schlecht. Unsere Artikel werden von vielen Leuten gelesen. Ist aber schwierig daraus abzuleiten, dass die Leute die Artikel auch gut finden und dafür gerne was beitragen wollen in finanzieller Hinsicht. Inwiefern das Online-Geschäft also finanziell sich wirklich rechnet, das muss ich auch noch herausstellen, gibt sicherlich in den nächsten Jahren auch nochmal einen Kahlschlag fürs Online-Geschäft. Was wiederum nicht zuletzt daraus resultieren dürfte, dass die Berichterstattung in den Medien schlichtweg eher so in Richtung der Wetterhahn dreht sich geht. Je nachdem, wie sich der Wetterhahn gerade dreht, wisst ihr, der auf dem Dach, so findet dann auch die Berichterstattung hierzulande statt. Habt ihr beim Zombie-Irrsinn gesehen, wie brav sie alle vorneweg marschiert sind, die Angst- und Panikpropaganda verbreitet haben. Als das System dann gekippt ist, als es keiner mehr hören wollte, dann plötzlich sind sie umgeswitcht und haben dann kritisch nachgehakt, was sie jahrelang vorher nicht getan haben. Das haben sie aber erst gemacht, als der öffentliche Druck angestiegen ist. Und eine Medienlandschaft, die nur auf öffentlichen Druck reagiert, also es tut mir leid, die ist ein bisschen überflüssig. Die sollten nämlich von sich aus nachhaken. Und wenn sie das nicht tun, ja, wofür brauchen sie denn 500 Mitarbeiter? Ich denke, das liegt relativ stark auf der Hand, um sich gegenseitig selbst zu beweihräuchern. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Naja, solange sie es sich leisten können, von ihrer Auflage dementsprechend zu leben, ist okay. Deutlich weniger verwerflich als der öffentlich-schlechtliche Dumpfung, der uns dafür abzockt, dass er sich's gut gehen lassen kann. Aber die Entwicklung, die ist alles andere als überraschend. Wäre eventuell sinnvoll, dass die entsprechenden Redaktionen ihre Aufgaben wieder wahrnehmen. Bei allem, was beispielsweise von der Politik kommt, wieder das Kontrollgremium darstellen. Ursprünglich waren sie ja mal Ursprünglich waren sie ja mal die vierte Gewalt. Heißt also, die waren ein Stück weit Kontrollinstanz für die Politik. Wenn da politisch Scheiß abgelaufen ist, dann hat man von Seiten guter Journalisten einen Finger reingelegt und hat nachgefragt, wie kann denn das sein? Das aber erlebt man in den vergangenen Jahren, wenn dann nur maximal sehr, sehr selektiv, nicht wahr? Zumindest beim Mainstream. Und solange das nicht bereinigt wird, ja, warum sollte denn dann die Motivation wirklich zurückkehren bei der Bevölkerung, da irgendwo ein Zeitungsabo abzuschließen? Ist doch überflüssig. Wenn die nur nachquatschen, was in der Bundespressekonferenz wiedergegeben wird, also völlig ungefiltert, wenn da keiner kritisch nachfragt und die kritisch nachfragen, rausgeschmissen werden, ja, wo ist denn dann der Mehrwert? Brauche ich keine Zeitung für, dann kann ich mir das auch bei der Bundespressekonferenz in der Live-Übertragung kostenlos anschauen. Das ist doch genau der gleiche Inhalt. Das scheint man in vielen Redaktionen in diesem Land leider vergessen zu haben. Und dann wird sich wieder gewundert, oh, irgendwie laufen uns die Leser weg. Ja, warum wohl? Solange sie da noch auf Ursachenfindungsstreifzug gehen, gucken wir uns die nächste Nachricht an, die uns zum ersten großen Tagesthema führt, nämlich zur Tagesschau, zum fast schon banaleren Thema. Das ist nämlich etwas, das stand vor einem halben Jahr schon fest, dass es genau in diese Richtung gehen wird. Da haben wir im Oktober, November, Dezember schon Witze drüber gemacht. Es steht nun im Raum die nächste Haushaltsplanung und es ist schon jetzt absehbar, dass dieser Haushalt in die Hose gehen wird. Und das auch mit etwas Lustigem mit dazu. Lindner hat nun den Ministerien eine verlängerte Frist eingeräumt zur Unterbreitung von Sparvorschlägen. Die Ministerien, die sollen eigentlich mitteilen, wo sie denn
Ausgaben kürzen können, wo sie denn mit der Knete, die sie uns abzocken, also die Politik uns abzockt, ein klein wenig zu Potte kommen können. Und das sollte eigentlich stattfinden bis zum 19. April. Jetzt haben wir den 12. April, also nächste Woche sollten die Ministerien mitteilen, wo sie denn den Rotstift ansetzen wollen. Um vielleicht fürs nächste Jahr mal einen Haushalt zustande zu bringen, der nicht vom Verfassungsgericht wieder kassiert wird. Das aber wird wohl nicht funktionieren bis nächste Woche. Jetzt haben die Ministerien bis zum 1. Mai Zeit, um ihre Vorschläge zu unterbreiten. Nur die Vorschläge unterbreiten. Gleichzeitig soll aber wohl bereits im Juli, Anfang Juli, im Kabinett, also Zusammensitzen der Minister, soll dann schon beschlossen werden, wie der Haushalt fürs nächste Jahr aussehen soll. Sicher ist er dann noch nicht durch, der muss ja noch durchs Parlament gehen und so. Aber eigentlich möchte man schon Anfang Juli den Haushalt fürs nächste Jahr beschließen von Seiten der Ampelfraktionen. Das ist ein sportlicher Zeitplan. Wenn man es nicht mal hinbekommt, seine Sparvorschläge zu unterbreiten und die Ersten jetzt schon jammern, dass sie mehr Knete brauchen, dann stellt sich mir schon die Frage, wie genau möchte man dann im Juli einen ausgewogenen Haushalt hinbekommen? Nee, Werner, haben wir noch nicht, kommt noch, keine Sorge. Das weiß man in der Ampel bisher auch nicht so richtig. Und jetzt haben sie schon erste Lücken entdeckt, nämlich in Höhe von etwa 15 bis 25 Milliarden, die wohl unweigerlich fehlen werden. Und da ist man noch nicht mal ins Detail gegangen. Schon jetzt bei der ganz groben Betrachtung fällt auf, man wird auch für 2025 so 15 bis 25 Milliarden an Mehraufwand haben, bei denen man noch nicht genau weiß, wo das Geld herkommen soll. Und da ist nicht eingerechnet, beispielsweise diese Forderung von unserem Pistorius, der gerne doppelt und dreifach noch mehr Milliarden hätte, weil er mit den ihm zugewiesenen Budget von 52 Milliarden festhalten. 52 Milliarden soll das Verteidigungsministerium nächstes Jahr bekommen. Das reicht aber nicht. Damit könnte man ja nicht haushalten, weil sich ja die Betriebskosten auf 51,5 Milliarden belaufen. Also wer mit 52 Milliarden nicht hinkommt, der sollte vielleicht mal Peter Zwegert anrufen. Also das ist dann schon etwas jenseits von Gut und Böse. Aber worum es mir eigentlich geht, das Verteidigungsministerium hat schon angemeldet, mit den ihnen zugewiesenen Budget kommen sie nicht hin. Das würde einen Rüstungsstopp bedeuten. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn es das täte. Die werden aber, darum geht es mir eigentlich, einen Mehrbedarf anmelden. Die wollen also zusätzliches Geld haben. Sind jetzt bei diesen Sparvorschlägen auch bereits ausgenommen. Alle anderen sollen unterbreiten, wo sie sparen können. Das Verteidigungsministerium, das muss das nicht tun. Weil wegen Zeitenwende, nicht wahr? Wenn man kriegstüchtig werden will, dann muss man natürlich die Moneten auch reinbuddern. Da habe ich ein schönes Meme gesehen vor einigen Tagen. Da war so ein Kampfjet abgebildet und da stand drüber, wer schon immer mal wissen wollte, wie die Teile eines Kampfjets, Kampfflugzeugs heißen. So eine war, ach Gott, Digitalisierungskürzung, Rentenkürzung, alles Mögliche. Also alles irgendwelche Kürzungen, wo an anderer Stelle dann Gelder verloren gehen, die vielleicht sogar der Bevölkerung zugutekommen könnten, zugunsten eines Kampfflugzeugs, damit man dann in fremden Konflikten besser mitspielen kann. Schulkürzung, ja, alle möglichen Kürzungen, waren 10, 15 Posten, wo man denn potenziell kürzen wird, damit Pistorius besser schießen kann. Gleichzeitig hat auch der kleine Kobold schon mitgeteilt, dass er mit den Sparplänen nicht so glücklich ist. Die Dame hat geäußert, dass in ihrem auswärtigen Amt es überhaupt nicht funktionieren würde, wenn sie da bis zu 34% einsparen müsste. Das würde nämlich dann zulasten der Sicherheitsmaßnahmen und Diplomatie gehen. Wenn sie sparen muss in ihrem Ministerium, dann können sie ja Sicherheitsmaßnahmen und Diplomatie nicht mehr so betreiben, wie es nötig wäre. Lieber kleiner Kobold, also auch wenn man dir 100 Millionen unters Kopfkissen legt, wirst du keine Diplomatin werden. Bin ich mir sehr, sehr sicher drüber. Das hat nichts mit dem Geld zu tun. Da fehlt dir vielleicht so ein bisschen das Taktgefühl und das Feingefühl für. Das kann man jetzt nicht am Budget festmachen. Aber unser kleiner Kobold, der versehentlich Krieger ausruft, was hat das bitte mit einer Budgethöhe zu tun? Und der in China den dortigen Außenminister brüskiert, der möchte uns jetzt was erzählen von wegen, wenn ihr Haus denn dann sparen muss, dann würde sie ja die Diplomatie nicht mehr so betreiben können, wie erforderlich. Was kostet denn Diplomatie? Gibt es das vielleicht auch im Sale, Black Friday bei Amazon oder so? Das könnte man ja mal so in Erwägung ziehen, dass man die Rabatte nutzt, wenn sie denn kommen. Naja, was das nun für große Sicherheitsmaßnahmen sein sollen, das ist leider auch nicht genauer spezifiziert worden, die angeblich ach so teuer sein sollen. Aber hey, der kleine Kobold möchte nicht sparen. Das bleibt so unterm Strich übrig. Gleichzeitig wird mal wieder diskutiert, wie auch schon zu Ende des letzten Jahres, dass man ja vielleicht die Schuldenbremse aushebeln könnte. Denn das mit der Schuldenbremse ist der Ampel sowieso ein Dorn im Auge. Schulden, die man nicht aufnehmen darf, sind immerhin Sondervermögen, das man nicht verschenken kann. Und das
geht doch so nicht. Und deswegen wird schon wieder drüber gesprochen, ob man denn für den nächsten Haushalt dann nicht vielleicht doch ein paar mehr Schulden aufnehmen könnte. Wer die wann jemals zurückzahlen können soll, scheiß drauf, unsere Wirtschaft geht vor die Hunde. Aber wir können ja erstmal dafür sorgen, dass ein kleines bisschen weniger Schuldenbremse vorhanden ist und ein klein bisschen mehr Knete verballert werden kann und nach uns dann die Sinnflut. So offensichtlich die Hampel-Einschätzung. Wie dann nun gespart werden soll in den Ministerien? Ja, vielleicht erfahren wir das in Richtung Sommer, so Mai, Juni, Juli. Ich glaube noch nicht so richtig dran. Ich habe eher die Vermutung, dass, wenn die Sparvorschläge vorgelegt werden sollen, alle plötzlich um die Ecke gekrochen kommen und sagen, wir brauchen aber mehr Geld. Ihr könnt uns das Geld nicht kürzen für unsere Bürokratie. Dafür, dass wir unsere Posten gut erhalten können, brauchen wir noch deutlich mehr Milliarden. Wird also noch für einigen Wirbel sorgen. Es gäbe wohl intern noch einen erheblichen Beratungsbedarf. Deswegen ist die Frist nun verlängert worden, dass sie nicht nächste Woche schon vorschlagen sollen, wo der Rotstift angesetzt werden kann, sondern erst im Mai. Sie müssten sich ja intern noch erheblich beraten. Ihr hattet wie lange Zeit, euch erheblich zu beraten, wo ihr sparen könnt? Also eigentlich seit Beginn der Legislaturperiode, oder? Zumindest aber seit Anfang Januar. Und das hat trotz einer exorbitant aufgeblähten Verwaltung eher semi-optimal funktioniert. Vielleicht wäre es auch hier sinnvoll, den Rotstift anzusetzen. Wie macht man das aktuell in Südamerika? Da gibt es nun unter anderem den bösen Milei, der mitteilt, ja, wir werden die öffentliche Verwaltung einkürzen. Wir werden schauen, dass die Beamtenposten so zusammengestrichen werden auf das Allernötigste. Dann funktioniert das nämlich deutlich effizienter. In Argentinien, how dare you? Unsere Medien finden das gar nicht so geil. Wird aber wahrscheinlich eine Erfolgsmethode sein. Ja, sicher ist es auf den ersten Blick erstmal ziemlich harter Schritt zu sagen, wir kürzen jetzt so und so viele Beamtenstellen. Dann müssen die Verbliebenen vielleicht auch tatsächlich mal ihrer Arbeit nachkommen und können da nicht nur, naja, wie Flech und Priscilla in der Verwaltungsbehörde bei Sumania, sich gegenseitig die Witze erzählen. In Absurdistan haben wir das genaue Gegenteil. Hier möchte man eine Behörde nach der anderen schaffen. Hat sich ja nun die Paus hingestellt, möchte eine neue Behörde mit 5000 Mitarbeitern haben für die Kindergrundsicherung. Ist dann selbst Ricarda eingesprungen und hat gesagt, na, liebes Lieschen, ist vielleicht eine Unzeit, wo du jetzt kommst und eine neue Behörde aus dem Boden stampfen willst. Lass das mal bitte. Nein, es wird natürlich keine 5000 neuen Beamte geben. Für die ganz, ganz Intelligenten, die jetzt schreien, aber das wären doch 5000 neue Jobs. Ja, und wer finanziert die? Das ist eben kein Bereich, der sich irgendwo selber tragen kann. Das ist nämlich nichts Wertschaffendes. Das sind die, die auf Kosten derer leben, die beispielsweise in der Wirtschaft tätig sind. Und wenn man nur noch Verwaltung hat, dann mag man da zwar Millionen Leute in irgendwelche Posten geschoben haben, nur tragen sich diese Posten eben nicht, weil sie darauf angewiesen sind, dass andere dafür abgezockt werden. Heißt also, geht pleite. Das System kollabiert. Und das hat man leider in der Ampel noch nicht so richtig mitbekommen. Aber hey, immerhin haben selbst die Grünen verstanden, dass es eine schlechte Idee ist, im Superwahljahr jetzt nochmal 5000 Beamte mehr haben zu wollen, die dann all jene zahlen müssen, die keine Beamten sind. Gucken wir uns aber das nächste große Tagesthema an, das ist deutlich brisanter. Da sind die Grünen auch ganz schnell in so eine Art Beißreflex gegangen, um es zu dementieren. Sie konnten es zwar nicht wirklich dementieren, weil sie kein Argument dagegen setzen konnten, aber sie haben geschrien, das wäre doch gar nicht so wild, wie es jetzt diskutiert wird. Würde aber wohl bei rauskommen, doch genau so wird es aussehen. Aber schauen wir uns erstmal die harten Fakten dazu an. Berichtet hat es die vorhin besagte Süddeutsche Zeitung. Und es geht genau um das, was der Werner gerade geschrieben hat, richtig um Fahrverbote. Und das ist ein relativ langer Rattenschwanz, der da dran hängt. Denn die sollen nicht einfach so von jetzt auf gleich per Verordnung kommen, wie beim Zombie-Irrsinn, als sie sich hingestellt haben und gesagt haben, ihr dürft jetzt eure Haustür nur noch maximal 10 Kilometer entfernt verlassen, also ihr dürft nur 10 Kilometer von eurem Wohnort weg. Nee, das Ganze kommt von hinten durch die kalte Küche, nachdem die Kirche einmal ums Kreuz getragen wurde. Die Ampel hat nämlich ein sogenanntes Klimaschutzgesetz. Und das besagt, dass verschiedene Sektoren in diesem Land, unter anderem der Verkehrssektor, nur einen bestimmten Wert an CO2 verursachen dürfen. Und nun ist es allerdings so, dass im Verkehr eben jener Wert, inwiefern der überhaupt aussagekräftig, relevant oder sonst was ist, wird überhaupt nicht geprüft. Also man hat da Fantasiewerte festgelegt und im Verkehrssektor wird dieser Fantasiewert überschritten aktuell. Und damit man gegen sein eigenes Gesetz nicht verstößt, müsste man die entsprechenden Emissionen, wie gesagt, es hat keiner richtig geprüft, ob diese Grenzwerte irgendeinen Sinn ergeben, deswegen von mir die Anführungszeichen. Aber man hat das einfach mal so beschlossen, um
sein eigenes Gesetzchen einzuhalten, müsste man, wenn man es nicht noch ändert, das hat der Verkehrsminister, der Wissing von der FDP gesagt, müsste man rigorose Maßnahmen ergreifen, beispielsweise Fahrverbote verhängen. Nicht nur für den privaten Sektor, sondern auch für die Logistik. Heißt also, das gesamte Transportwesen dürfte dann am Wochenende nicht mehr ausliefern. Wäre eine Riesenkatastrophe für die Wirtschaft, Lieferketten, die kaputt gehen, also das Ganze, was da noch so hinten dran mithängt. Und das alles nur, weil das Land ansonsten, beziehungsweise die Ampel ansonsten, gegen ihr eigenes Gesetzchen verstoßen würde. Und um das abzuwenden, müsste man eben jenes Gesetzchen theoretisch ändern. Und genau das hat der Wissing gesagt. Wenn die Ampel das nicht zeitnah angeht, wenn dieses Klimaschutzgesetz nicht überarbeitet wird, dann wird es unweigerlich dazu führen, dass es Fahrverbote geben werden muss. Denn wenn man die, wie auch immer, gearteten Emissionen drücken will, dann geht das nur, wenn keiner fährt. Und da ins Gespräch gebracht hat man nun die Wochenendfahrverbote. Gibt auch einige Grünlinge, die finden das ganz besonders geil. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, die finden das nicht mehr geil, wenn sie dann am Montagmorgen ihren Soja-Latte-Macchiato dreifach vegan durchgeschüttet nicht mehr kaufen können, weil Sonntagnacht nicht mehr geliefert wurde. Das sind dann so die Sachen, wo dann immer nicht drüber nachgedacht wird. Aber es gibt natürlich einige Sing- und Klatsch-Grünlinge, die das ganz besonders geil finden, weil ihr wisst ja, Individualverkehr ist böse. Was die Leute aber nicht checken ist, dass es durchaus auch eine gewisse Notwendigkeit gibt, sich von A nach B zu bewegen. Das mag so ein Grünling, der nur zwischen Yoga-Studio und Sofa beim Psychiater pendelt, das mag dem nicht so bewusst sein. Aber es gibt durchaus Leute, die haben gewisse Wege zurückzulegen. Vor allem dann, wenn man auf dem Land wohnt. Kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich muss jeden Tag 20 Kilometer One-Way, also pro Strecke insgesamt 40 Kilometer muss ich fahren, um mich ums Kaninchen zu kümmern. Weil so ein Kaninchen, das will versorgt sein. Fährt kein Zug hin, fährt auch kein Bus hin, ist nämlich JWD. Ist mitten, ganz weit draußen, nicht wahr? Kann da zwar mit dem Zug in die nächste Stadt fahren, dann muss ich aber trotzdem von dort abgeholt werden und dann sind immer noch 20 Kilometer im Auto und aus einer anderen Richtung. Nein, nicht ganz 20, 13 oder so. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt einfach Teile in diesem Land, relativ viele sogar, wenn man nicht von Berlin-Mitte ausgeht, da kommt man ohne Individualverkehr nicht hin. Das ist bei den Grünlingen bisher offenbar noch nicht so richtig präsent. Und dann gibt es mitunter eben auch Leute, die haben gewisse Verpflichtungen. Unter anderem sowas wie eine Nachbarschaftshilfe, Versorgung von pflegebedürftigen Verwandten, Angehörigen, Freunden, Bekannten. Die müssen einfach teilweise mehrmals pro Tag dann auch das Dorf wechseln. Haben wir bei uns auch in der Nachbarschaft jemanden, da muss dreimal am Tag jemand vorbeifahren, damit dann sichergestellt wird, dass die Dame genügend trinkt, dass es mit dem Essen funktioniert, damit sie aber noch alleine wohnen darf und nicht in irgendeine Rentneraufbewahrungsstation eingewiesen werden muss. Ist ansonsten so noch relativ fit unterwegs, aber hat eben gewissen Hilfsbedarf. So Sachen wie Duschen gehen, kommt alleine eben nicht mehr raus aus der Dusche. Mag jetzt ein recht spezifischer Fall sein, aber es sind ja, das kann man nicht pauschalisieren, weil es im Prinzip Millionen von Gründen gibt, warum man sich von A nach B bewegen können muss, und zwar unabhängig von irgendwelchen Politfunktionären. Ja, kenn es, wenn die Grünlinge diesen Irrsinn durchdrücken, dann reite ich einfach. Nö, dann mache ich es wie bei Zombie, also ich beabsichtige nicht, mich an so einen Schwachsinn zu halten. Ich habe es bei Zombie nicht getan, ich werde es dann auch nicht tun. Ich werde mir einfach selber Arbeitsaufträge schreiben, wie bei Zombie auch. Also von daher, das geht dann schon irgendwie. Haben wir beim Zombie-Irrsinn ja damals genauso gemacht, viele von uns. Da war dann eben jede Fahrt eine unumgängliche Arbeitsfahrt, nicht wahr? Immer ein Presseausweis mit dabei, dann passt das schon. Im Zweifel muss man eben ganz spontan eine Reportage fertigstellen. Wenn man mit so einer Willkür irgendwo bedroht wird, ja, dann muss man kreative Lösungswege finden. Aber wir wollen ja jetzt nicht über das reden, wie man diesen Irrsinn aushebeln konnte bei Zombie und dann ganz sicher auch in dem Fall wieder aushebeln kann, sondern wir wollen uns mit dem Irrsinn an sich beschäftigen. Dass eine Marodierung sich hingestellt hat, ein Schwachsinnsgesetz erlassen hat, mit dem Wissen, dass es utopische Werte sind, die nicht eingehalten werden können in einem Industrieland, mit dem Wissen, dass es zu genau den Problemen führen wird, die jetzt diskutiert werden, nämlich, dass diese Grenzwerte gerissen werden und entweder man ändert das Gesetz, indem man die Grenzwerte ändert oder abschafft, oder aber man muss eben die Bevölkerung drangsalieren und dazu zwingen, at home zu stayen, damit man seine Schwachsinnswerte eingehalten bekommt. Trotzdem ist der Wahnsinn durchgepeitscht worden. Und jetzt plötzlich kommen sie um die Ecke und teilen mit, ja, jetzt werden wir aber versehentlich die Grenzwerte reißen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das lösen können. Das war von Anfang an klar, dass das nicht funktioniert. Das haben angebliche Verschwörungstheoretiker ab der ersten Minute damals gesagt, dass das Wahnsinn ist. Damals hieß es, ach, das passt schon. Das kriegt man schon irgendwie hin, das ist alles ausgerechnet, der Strom wird im Netz gespeichert, so in die Richtung gehend. Und dann, wenn
kurz vor der Angst festgestellt wird, oh Kacke, passt eben doch nicht. Ja, surprise, surprise, da kommt unsere Chefin. Es passt eben doch nicht. Dann plötzlich muss man unerwarteterweise harte Maßnahmen ergreifen. Ja, da hat Herr Wissing vollkommen recht, wenn er sagt, dieses Gesetz muss zeitnah geändert werden. Das hätte so auch nie in Kraft treten dürfen. Hätte man sich vielleicht vorher mal drüber Gedanken machen sollen. Hat man offensichtlich nicht getan. Deswegen ist jetzt noch völlig offen, wie damit umgegangen werden wird. Die Grünen versuchen zu dementieren. Nein, es soll natürlich keine Fahrverbote geben. Aber wenn sie ihr Gesetz hin nicht ändern, dann ist genau das die logische Konsequenz. Weil es keine Alternative dann gibt, um diesen Mondwert aus diesem Gesetz einzuhalten. Wenn der nicht einhaltbar ist, ja, dann ist er eben nicht einhaltbar, nicht wahr? Na, Junzi, was sagst du zu dem Wahnsinn? Habt ihr das gehört? Es hat auch etwas zu beigetragen. Es hat gemauzt. Die Debatte steht sicherlich noch ganz am Anfang. Der Wissing hat das Thema nun aufgeworfen. Die Grünen in einem Panikreflex versuchen zu dementieren. Das wäre doch gar alles halb so wild. Aber ich wette mit euch um eine Familienpackung und Klopapier, dass wenn dann vielleicht nochmal ein paar Wochen oder Monate ins Land gezogen sind, dass es dann die Grünen sein werden, die um die Ecke kommen und sagen, jetzt müssen wir aber ganz, ganz dringend dafür sorgen, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Also so die klassische Salamitaktik. Wir beschwichtigen, ist ja alles gar nicht so schlimm. Und nein, 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 da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und dann wird es alternativlos sein, dass man beispielsweise den Leuten versuchen würde, einen Individualverkehr zu verbieten oder eben einen Lieferverkehr einzuschränken. Dass das völlig jenseits jeder Realität ist, müssen wir nicht drüber reden, ganz sicher nicht. Aber uns wird sicherlich erzählt werden, es wäre alternativlos, dass man jetzt eben nicht mehr mit dem Auto fahren darf an bestimmten Tagen. Gab ja auch schon so einen Irrsinn, wie das nur gerade oder ungerade Kennzeichen fahren dürfen sollen, als Gedankenspiel von entsprechenden Politikern, wo man sich auch an den Kopf krapscht. Also brauchst du Ersatz? Kennzeichenpaar zu Hause musste mal austauschen, mal es gerade, mal es ungerade anstecken. Ja, das ist einfach Hanebüchen, aber das ist nun mal die politische Situation in dem Land. Das sind ja keine Sachen, die wir uns hier ausdenken, irgendwie aus dem Hintern ziehen. Das wird ja nicht nur vom Mainstream berichtet, viel schlimmer ist, dass es von der Politik so gemacht wird. Wenn die den Irrsinn nicht machen würden, könnten wir nicht drüber reden, nicht wahr? Wäre ja erfreulich, dann könnten wir uns nämlich mit schöneren Sachen beschäftigen. Aber im besten Absurdistan aller Zeiten steht nun ganz offen zur Diskussion, ob Fahrverbote drohen oder nicht. Wegen einem selbst gemachten Gesetzchen. Das ist ja nun kein Naturgesetz. Ist ja nicht so, dass übermorgen die Welt untergeht, wenn jetzt nicht sofort alle mit dem Lastenfahrrad gurken. Das hat ein Grünling irgendwann so festgelegt. Ja gut, ein paar mehr Grünlinger. Das ist also ein menschengemachtes Gesetzchen, was man menschengemacht auch wieder ändern kann und eben auch ändern muss. Schauen wir mal, ob wir noch ein anderes Thema haben, aber wir dürften dann weitestgehend durch sein. Nee, eine große Sache haben wir noch von der Bild-Zeitung, ja, ein bisschen boulevardmäßig, aber von den Zahlen her durchaus bemerkenswert. Die Bild hat nämlich gestern eine relativ große Reportage schon gehabt, allerdings erst nachdem ich den letzten Themenzettel fürs andere Flöckchen fertig hatte. Ich habe es dann erst am Abend gesehen. Wurde von unserem Papillon in unsere Grotte bei Discord gepostet, sonst wäre das völlig an mir vorbeigegangen. Die Bild-Zeitung hat nämlich mal so ein bisschen nachgehört, wie viele Leute in diesem Land bekommen denn eigentlich Geld von anderen Leuten, ohne was dafür tun zu wollen. Da geht es jetzt nicht darum, dass es Menschen gibt, die aus gesundheitlichen Gründen nicht für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen können, die also wirklich nachvollziehbare, plausible Gründe haben, warum sie eben auf Sozialgelder angewiesen sind. Um die geht es nicht. Es geht konkret um die, die theoretisch für ihr eigenes Leben sorgen könnten, es aber nicht tun. Einfach, weil keine Lust, gemütlicher auf dem Sofa, keine Ahnung, gibt es ja unterschiedliche Begründungen. Der ein oder andere Kommunist findet es ganz geil, sich von anderen aushalten zu müssen, weil ist halt einfach so, nicht wahr? Naja, gucken wir uns mal die Zahlen an. Die Bild-Zeitung hat mal nachgefragt bei der Bundesagentur für Arbeit, wie das denn so aussieht und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass 1,5 Millionen der Gesamtbezieher, es gibt wohl insgesamt 3,9 Millionen erwerbsfähige Leistungsberechtigte, also die könnten theoretisch was tun, wollen aber nicht. Oder gibt es da noch Gründe, warum sie es mal temporär wirklich nicht können? Aber 1,5 Millionen davon sind wohl seit mehr als 5 Jahren unterwegs mit Sozialgeldern, die aber imstande wären, sich was Eigenes zu suchen, um für ihr Leben, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Die aber einfach nur sagen, nö, nicht mit uns. 1,5 Millionen seit mindestens 5 Jahren. Ist eine ordentliche Hausnummer. Und nochmal, wenn sich jetzt jemand wieder echauffiert, how dare you, ich würde ja jemanden abwerten, der wirklich nichts kann. Nein, darum geht's, also nicht arbeiten kann in dem Sinne. Nein, darum geht's mir nicht. Es geht mir um die, die sagen, sie haben keinen Bock und andere sollen gefälligst für sie aufkommen. Ist ein klitzekleiner Unterschied. Und das war eben auch das zentrale Thema dieses Artikels. Jetzt muss ich mir kurz die richtigen Zahlen zusammensuchen. Das ist allerdings nicht das Einzige von den 1,5 Millionen, die seit über 5 Jahren nicht für ihr Leben sorgen und
sich darauf verlassen, dass andere das schon tun werden. Anul hat gerade geschrieben, er ist blöd, er geht arbeiten. Ja, es ist ja mittlerweile so die Ansicht, wenn man seine eigenen Rechnungen zahlt, dann ist man in diesem Land der Gelackmeierte. Also ist ja auch politisch ein Stück weit forciert, dass man es eben nicht mehr tut. Aber letztlich, naja, funktionieren wird das so auf Dauer nicht. Ist ja ganz klar, wenn das Geld der anderen irgendwann leer ist, guckt man in die Röhre, guckt das ganze Land in die Röhre. Und dann gucken auch die in die Röhre, die sich teilweise seit sogar mehr als 10 Jahren, gibt es auch, nämlich 763.000, die sich seit mehr als 10 Jahren von den Zwangsabgaben anderer Leute finanzieren lassen. Wenn die anderen keine Zwangsabgaben mehr leisten können, weil sie selber nichts mehr haben, ja, wo sollen die Knete dann herkommen? Fällt die dann vom Baum? Ach nee, dann hebeln wir die Schuldenbremse wieder aus, nicht wahr? Spannend ist auch der Anteil oder die Verteilung der verschiedenen Personengruppen, denn unter diesen 1,5 Millionen, die seit mehr als 5 Jahren dementsprechend nicht für ihr eigenes Leben sorgen möchten, sind 61% schon länger hier Lebende und 39% noch nicht so lange hier Lebende. Das ist jetzt spannend. Wie war das? Es waren 15, jetzt muss ich nochmal die richtige Zahl von einem der letzten Themenzettel schauen, als wir über das Thema Kriminalstatistik gesprochen haben. Da haben wir uns ja dazu unterhalten, dass der Anteil der Tatverdächtigen, noch nicht so lange hier Lebenden, deutlich überrepräsentiert ist im Vergleich auf den Gesamtanteil der Bevölkerung. Ich weiß nur leider nicht mehr, welches Flöckchen das war, deswegen gucke ich mal kurz. Naja, nehmen wir jetzt mal so die aus dem Gedächtnis reingeworfene Zahl. Ich glaube, es waren um die 15% Bevölkerungsanteil von Leuten, die nicht aus diesem Land stammen ursprünglich. Und beim Thema Tatverdächtige waren es über 40%, die entsprechend, naja, nicht aus diesem Land ursprünglich stammen, also in Relation zur Gesamtbevölkerung extrem überrepräsentiert. Ähnlich sieht es jetzt auch beim Thema Sozialgelder aus. 39% bei einem Gesellschaftsanteil von Pi mal Daumen 15%. 39% der 1,5 Millionen, die seit über 5 Jahren nichts selber tun wollen, sind noch nicht so lange hier Lebende. Und davon wiederum der größte Teil aus den 8 prominentesten Asylherkunftsländern, unter anderem eben auch Nordafrika mit inbegriffen, also gewisse Staaten aus Nordafrika. Ja, irgendwie ist es nicht genau das, was angebliche Verschwörungstheoretiker immer wieder gesagt haben, wofür man sich als Nazi und sonst was diffamieren lassen musste, wenn man sich darüber unterhalten hat? Das ist faszinierend. Beim Thema Kriminalstatistik wird jetzt mittlerweile mal offen darüber geredet, dass es irgendwie merkwürdig ist, dass eine bestimmte Personengruppe stark überrepräsentiert ist. Hat man jahrelang ist man Gefahr gelaufen, zensiert zu werden, wenn man das angesprochen hat. Jetzt haben wir eine neue Statistik von der Bundesagentur für Arbeit, die genau in die gleiche Richtung geht. Auch da ist eine bestimmte Personengruppe stark überrepräsentiert. Ist also genau das, was angebliche Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten schon vor Jahren gesagt haben. Nur, dass man es da nicht offen thematisieren wollte. Da galt es als Verschwörungstheorie und Hetze und sonst was. Und jetzt mittlerweile fängt man an, drüber nachzudenken. Warum ging das nicht schon vor 5 oder vor 10 Jahren? Warum fängt man jetzt, als das System, oder jetzt, wo das System kurz vorm Zusammenbruch steht, denn nichts anderes ist es, die Wirtschaft wird sich so schnell nicht erholen, warum fängt man denn jetzt an, drüber zu sprechen, dass es da massive Probleme gibt? Jetzt kommt mir bitte nicht mit, aber die böse Bundesagentur für Arbeit ist ja schuld daran, dass keiner einen Job findet. Mir geht es jetzt konkret um Leute, die offensichtlich kein Interesse daran haben, sich selber um eine Beschäftigung zu bemühen. Und davon gibt es offensichtlich eine ganze Menge in diesem Land. Würde mal erzählt, das wären ja die allerwenigsten. Ja, in Gesamtsumme derer, die teilweise nur temporär entsprechende Bezüge bekommen, mag das stimmen. Aber 1,5 Millionen seit über 5 Jahren, das ist nun mal eine Hausnummer. Also hochgerechnet auf 84 Millionen, 1,5 Millionen davon, ist, wenn man sich die Summen dann vor Augen führt, wie viele Millionen Euro das pro Monat sind, es tut einfach weh und der Sozialsektor, der verbrennt nun mal einen Großteil des Haushaltes. Sicher in vielen Fällen auch, wo es sinnvoll ist, weil jemand einfach nicht mehr kann. Teilweise das Rentensystem hängt ja auch mit drin. Das sind ja Leute, die haben ja über Jahre hinweg dieses ganze Irrenhaus aufgebaut, wenn man so ausdrücken will. Um die geht es nicht. Es geht um die Millionen, aufs Jahr hochgerechnet, Milliarden, ja pro Tag, Werner, hast du recht. Es geht um die Milliarden, die zu Unrecht fließen, die von anderen weggenommen werden für Leute, die sich eigentlich um ihr eigenes Leben kümmern könnten, um ihren eigenen Erwerb kümmern könnten, die es aber einfach nicht machen. Und wie gesagt, wer jetzt wieder erzählen möchte, haben wir ja auch jemanden in der Reisegruppe, aber die Gesellschaft wäre ja schuld dran, dass er nicht arbeitet, ja, dann such dir selber was. Also man ist ja nun keiner gezwungen, in diesem Land sich aufs Jobcenter zu verlassen, oder? Jeder kann irgendwo was. Meine Güte, dann fragt nach in Firmen. Hört euch selber um, fragt Freunde und Bekannte, ob die vielleicht jemanden in ihrer Firma brauchen. Keine Ahnung, gebt Nachhilfe, wenn ihr Akademiker seid. Aber
sich hinzustellen und zu sagen, das Jobcenter ist schuld, weil die mir nur Scheiße anbieten. Ja, dann such dir selber was, mein Freund. Kann ich immer überhaupt nicht nachvollziehen. Also immer diese Ausrede, ja, man kriegt ja nur Mist angeboten. Ja, und was hindert dich daran, proaktiv dich auf Stellengesuche zu melden, die überall aushängen? Also einfach mal durch den Supermarkt laufen, am schwarzen Brett, alles voll, jeder sucht Leute. Und da dann seit 5 Jahren auf Zwangsgebühren von anderen leben, kann ich absolut, wirklich, erschließt sich mir nicht. Und dann auch jammern, dass es zu wenig wäre. Ja, herzlichen Dank auch. Ja, Dani, ich glaube, wir wissen alle, wer gemeint ist. Aber wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen? Interessant ist diese Erhebung auf jeden Fall. Schaut es euch gerne an, den umfangreichen Artikel. Und naja, 1,5 Millionen hochgerechnet, könnt ihr ja selber machen. Wisst ihr, was das für Summen sind? Und wo man die eventuell besser investieren könnte? Vielleicht auch bei Leuten, die es wirklich benötigen. Gerade beim Thema Rentner, die sich über Jahrzehnte hinweg einen Buckel krumm geackert haben. Und jetzt permanent ihnen erzählt wird, ja, man müsste aber da, beim Renten muss man auch schauen, ob man eigentlich ein bisschen sparen kann. Die haben Hunderttausende, teilweise Millionen von Euro eingezahlt ins Rentensystem und bekommen davon einen Bruchteil in ihrer Rentenzeit wieder raus. Und gleichzeitig wird ihnen aber erzählt, ja, mehr haben wir leider nicht. Ja, man hätte ein bisschen mehr für die, die wirklich bedürftig sind oder Leute, die aus krankheitstechnischen Gründen eben tatsächlich es nicht hinbekommen, ihr eigenes Geld zu verdienen. Wenn man das Geld, was Leuten in den Hintern geblasen wird, die anders könnten, wenn man das für die verwenden würde, die es wirklich benötigen. Ich glaube, da wären schon sehr, sehr vielen geholfen. Aber gut, kommen wir erstmal zum Ende des Flöckchens. Lasst euch von den absurden Themen des Tages nicht allzu sehr ärgern. Denkt dran, wir haben Wochenende. Ich will mal auf die Uhr schauen, um zu gucken, wie spät es gerade ist, um euch jetzt entweder in den Abend oder in den Nachmittag zu schicken. Aber wir haben 15:30 rum angefangen, glaube ich. Jetzt müsste es so kurz nach 4 sein. Gucke ich mal auf mein Handy. Oh, 16:30 muss ich langsam mal los. Hier ist nämlich noch etwas Turniervorbereitung für morgen. Wir sind ja morgen wieder auf Tour. Wir haben morgen unseren ersten Wettkampf in diesem Jahr. Deswegen drückt uns bitte die Daumen, dass das Kaninchen einigermaßen gut durch die Prüfungen stolpert. Aber wir werden wahrscheinlich gegen 5 Uhr morgen schon losfahren müssen und heute schon alles einpacken und so. Es wird sehr, 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 sehr umständlich alles, aber sicherlich ein ganz toller Tag. Deswegen düse ich mal los. Wir werden uns sicherlich heute Abend noch mal kurz sehen, aber morgen am Tag gibt es definitiv keinen Vlog. Geht nicht. Kann nicht gleichzeitig auf dem Pferd sitzen und Nachrichten machen. Ich denke, das ist logisch. Wenn ich nicht allzu müde bin, sehen wir uns dann morgen Abend, aber es wird ganz sicher kein Nachmittagsfernsehen geben. Ja, einfach, weil wir unterwegs sind. Er schließt sich von selbst. Deswegen heute Abend vielleicht noch mal eine kleine Meldung und dann erst morgen zur späteren Stunde wieder nach dem Turnier. Solange ich dann nicht so hundemüde bin, dass ich heimkomme und eingepennt bin. Deswegen haben wir jetzt ein kleines Nachmittagsfernsehen und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dankeschön, Tistix. Man muss jetzt gleich nochmal üben. Wir wollen nämlich heute nochmal alle zusammen die Prüfung durchreiten. Oh, wir haben gestern erfahren, nochmal so kurzes kleines Plauderstündchen. Wir haben gestern erfahren, dass wir eine ganz, ganz andere Prüfung reiten, als ursprünglich in der Ausschreibung drin war. Eigentlich hieß es nämlich laut Turnierausschreibung, es wird die Dressuraufgabe DRW 1 geritten. Das ist eine Einsteiger-Dressur, ganz einfach. Stand ganz groß in der Ausschreibung. Haben wir uns natürlich angemeldet, haben wir genannt für die Dressurprüfung. Und dann kam gestern die Zeiteinteilung. Und da steht jetzt drin, ja, jetzt sollen wir aber die RE 1-2 reiten. So völlig andere Aufgabe. An sich jetzt vom Niveau her nicht viel komplizierter, also es ist beides E-Dressur, beides Einsteiger-Dressuren, aber wir haben nun natürlich alle 5 Reiter die DRW 1 gelernt und sind die auch ordentlich durchgeritten zu Hause. Keiner von uns ist jemals die RE 1-2 geritten. Die sollen wir also jetzt bis morgen lernen. Wird schön auswendig lernen. Sind so 3 bis 4 Minuten Programm, die man vorreiten muss. Ja, A0. Und nun müssen wir den Kack halt lernen bis morgen. Das Gute ist, es wird angesagt, aber wenn da die Akustik scheiße ist, wenn da gerade Flugzeug rüberdüst oder sonst was, dann hört man das mitunter nicht. Also man muss trotzdem wissen, was man reitet. Heißt also, ich gehe jetzt zum Kaninchen und dann werden wir alle zusammen die scheiß RE1 lernen. Wir haben natürlich gestern gleich nachgefragt, als wir die Zeiteinteilung bekommen haben, welche Prüfung denn nun wirklich geritten wird, ob die aus der Ausschreibung, die vor einem Monat bekannt gegeben, also die Ausschreibung schon vor 2 Monaten bekannt gegeben wurde, oder die jetzt gestern rauskam. Ja, und dann haben wir auch eine Antwort bekommen. Ihnen wäre in der Ausschreibung ein Fehler unterlaufen. Es wird die RE1 geritten. Also RE1 wird zu zweit geritten. Ja, geil. Wäre schöner gewesen, wenn dieser Fehler in der Ausschreibung nicht durchgerutscht wäre. Naja, was soll man dazu sagen? Drückt uns die Daumen, dass es funktioniert. Ist es eine völlig andere Prüfung, ein ganz anderer Figurenablauf, also Bahnfigurenablauf, aber wird halt irgendwie funktionieren müssen.
Na, Werner, was heißt uns verarscht? Das ist ja eine offizielle Ausschreibung. Die ist ja im Turnierkalender so eingetragen gewesen. Also sind alle verarscht worden, was das angeht. Wäre vielleicht besser gewesen, dann auch die DRW 1 zu lassen aus der Ausschreibung. Aber nee, jetzt haben sie ihren Fehler in der Zeiteinteilung nach Nennschluss korrigiert. Da waren aber alle schon angemeldet. Nein, es ist keine Bahnlinie, Werner. Also ja, es ist auch eine Bahnlinie, aber es ist eine Dressuraufgabe aus der WBO. Könnt ihr gerne googeln. Dressur. Ich kann es euch auch mal kurz zeigen. Auf die 2 Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr an. Die RR1 habe ich mir nämlich gestern noch schnell runtergeladen. Die hatte ich noch gar nicht. Wir haben zum Glück jemanden, die hat zu Hause die neue WBO-Prüfungsübersicht von diesem Jahr. Denn wenn man im Internet sucht, kriegt man nur die aus 2017 und da haben sich teilweise Sachen geändert. Das ist die RE1-2. Und diesen ganzen Bockmist, den sollte man auswendig können. Die DRW1 sieht ganz ähnlich aus, aber halt mit völlig anderen Bahnfiguren drin. Mal schauen, ob das was wird. Und dann, eventuell geht's Kaninchen morgen auch noch in die Springprüfung, aber das entscheide ich dann vor Ort, je nachdem, wie sie drauf ist. Springen ist sowieso erst nachmittags. Aber um 10.30 Uhr startet der Dressurwettbewerb. Heißt also, wir haben schon Reiter um 9 in der Prüfung mit dabei. Wir müssen also spätestens um 8 die Pferde alle da haben. Wir fahren pro Strecke eine Stunde. Wir müssen 2-mal fahren. Also hin, zurück, hin. Halt 2 Touren. Wird also ein relativ früher Start. 10.30 Uhr dann der Dressurwettbewerb und 15.30 Uhr ist die Springprüfung, die mein Kaninchen theoretisch genannt hat. Ob wir antreten, entscheide ich morgen um 15.30 Uhr. Je nachdem, wie es auf dem Abreitplatz unterwegs ist und wie der Parcours aussieht. Denn wir haben ja nun gerade erst angefangen zu springen. Ich trainiere jetzt richtig mit ihr seit Januar. Wir hatten bisher 3 Stunden bei unserem Vereinstrainer. Müssen wir mal hoch hinfahren, also auch nicht gerade um die Ecke. Und läuft ganz gut. Also bin erstmal zufrieden damit, dafür, dass das Pferd noch nie gesprungen ist. Aber ob wir jetzt schon den ganzen Parcours reiten, 80 cm bis 85 und 10 Hindernisse am Stück, ja, kommt drauf an, wie der Parcours gebaut ist. Das mache ich nur, wenn das Kaninchen gut drauf ist. Ansonsten gehen wir durch die Dressurprüfung und hoffen, dass es einigermaßen solide läuft. Aber jetzt genug gequatscht. Kaninchen ruft. Deswegen bis später dann. Lasst euch nicht ärgern und drückt uns die Daumen morgen. Na, geh aus.